am 12. November geht's los. Ja, so sehe ich mich immer beim Primark. Wintereröffnungsschlussverkauf hier. Das Comeback der VOGUE-WM aus Winterberg ist endlich da. Es wurde aber auch Zeit. Es wurde Zeit. Jetzt kommt's. Meine Damen und Herren, konzentrieren Sie sich. Konzentrieren Sie sich. Jetzt kommt's. Sie können auch mitfahren. Ist das jetzt ernst gemeint oder ist das Spaß? So, Sie können sich um eine Wildcard bewerben. Und genaueres haben wir Ihnen in diesem kleinen Filmchen zusammengepackt. Auch 2022 heizen bei der VOGUE-WM wieder VOGUE durch den Eiskanal. Und du kannst dabei sein am 12. November in Winterberg und live auf ProSieben. Das Nerf-Team sucht nämlich noch einen Fahrer für den Vierer-VOGUE. Dieses Jahr will ich das Ding mit Nerf und meinem Team gewinnen. Und dafür suchen wir dich. Denn zusammen mit Nerf vergebe ich eine Wildcard. Ist Geschwindigkeit für dich kein Fremdwort und wirft dich so schnell nichts aus der Bahn? Dann bewirb dich jetzt mit Foto und Video auf tvtotal.de. Viel Glück. Bewerben. Cool. Ich krieg dich die Däume. So, und damit Sie mal wissen, mit wem Sie es dann eventuell zu tun bekommen, ich droppe jetzt mal ein paar Namen, die in den verschiedenen Teams an den Start gehen. Als erstes haben wir das Team Irland. Haben wir da ein Foto zu? Haben wir. Und gucken Sie, das ist der Vierer-VOGUE und zwar besetzt durch die komplette Kelly, also es ist nicht die komplette Kelly-Family, weil es wären 120 Leute. Also es sind vier. Und zwar angeführt von Dauerfavorit Joey Kelly und der ist mit zwei Söhnen und einem Neffen unterwegs. Wer ist, weiß ich jetzt nicht, aber da lernen wir dann kennen. Ganz rechts, der sieht ein bisschen aus wie ein Ochsenknecht. Hat er ja mal was mit denen? Weiß man nicht. Dann haben wir Team Türkei, auch spannendes VOGUE-Team mit Eko Fresh, Zükrü Pelivan, mein Lieblingskoch Ali Güngörmüz und Sila Shahin fährt auch mit. Finde ich sehr, sehr cool. Dann der Worldwide VOGUE. Nee, erst noch Team Polen. Entschuldigung. Team Polen haben wir mit Sarah Fresh. Ist das die Ehefrau von Eko Fresh? Nein. Oh, dann haben wir ja zwei Singles nach der WM. Schön. Sarah Fresh, Caroline Nimczyk. Das ist die Sängerin, ne? Von Glasperlen. Perlen. Spiel. Glasperlenspiel. Nathalie Avellon und Claudia Kietz. Claudia, ganz wichtig, mit K. Dann haben wir den Worldwide VOGUE Nummer 1. Das ist die Creme de la Creme der deutschen Twitterer, Twitcher, TikToker, Snapchatter, Facebooker, LinkedIn, Xing, Google. Leute. Und mit dabei mein guter Freund Knossi, Trimax, Montana Black. Vor allem Trimax, der ist 2 Meter groß, ne? Und Montana Black sehr schwer. Scheiße, die könnten schnell sein. Aber sie haben auch Unsympathisch TV. Der sieht so aus, als schafft das nicht bis zum 12. November. Der sieht nicht. Aber wir gucken. Dann gibt es noch den WWW, den Worldwide VOGUE 2. Das haben Sie vorhin schon gesehen, das Bewerbungsvideo. Ne? Das ist das Nerf VOGUE Team. Und, oh, Team Deutschland. Oh. Wer fährt denn damit? Da fährt Tim Wiese mit. Das beste Gewicht, was du dir in den VOGUE legen kannst. Schwarze Materie, allein der Typ wiegt 3 Tonnen. Damit rutschen wir das Ding von alleine runter. Manfred Ludolf, super cool. Manni ist mit dabei, das heißt, er weiß alles übers Metall. Der schärft uns die Fugen. Laura Nolte, zweifache Bob-Olympiasiegerin. Oh! Das hört sich ja sehr, sehr gut an. Und dann haben sie sich noch so einen ganz fashion jungen Sportlertypen mit in den VOGUE geholt, nämlich Puffy, mich. Das ist ein Gewinner. Das ist ein Gewinner-VOGUE. Ey, sorry. Wir können aufhören. Gelaufen. Außerdem im Einer, meine Damen und Herren. Evelyn Bodecki, Lukas Cordalis für Griechenland und zum ersten Mal bei einer VOGUE-WM Fabian Hambüchen. Und moderiert wird das Ganze vom TV-Total-Urgestein Elton. 12. November. Boah.
Mehr geht nicht. Mich schüttelt schon vor Aufregung. Das ist Wahnsinn. Ich bräuchte jetzt mal irgendwas zum Runterkommen. Wie zum Beispiel... Cannabis reicht ja nicht. Sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Ja, vielleicht ist auch eher kontraproduktiv.